Lol, what, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Aufgabe Fortnite Foreshadow. Neue Aufgabenreihe ist gestartet, ist quasi die Nachfolger von den Spire-Aufgaben, wo wir ein bisschen die Geschichte vorantreiben, die Alien-Besuche und. Alles, was neu im Update ist, oben rechts auf dem i auf dem draufklicken, dort habe ich alles runtergerattert und was Richtung Live-Event geht auch. In dieser Aufgabe müsst ihr einen beschädigten schwarzen Hubschrauber finden und den halt untersuchen. Unter anderem auch Teleskope, dazu habe ich schon ein Video auch auf dem i. Aber den Hubschrauber findet ihr tatsächlich etwas rechts von Slurpy Swamp. Ne, ihr seht hier Slurpy Swamp. Da ist Hydro 16, um euch mal ein bisschen die Location zu nehmen. Und dann etwas oben von Hydro 16. Wir nehmen jetzt hier diesen Staudamm als Ausgangspunkt. Ne? Hydro 16, gucken nach Norden, da ist der Wächterturm. Und dann zwischen Wächterturm und Stausee, beziehungsweise, ja, Staudamm, Wächterturm, in der Mitte, hier rein, findet ihr den Hubschrauber hier abgestürzt. Den einmal untersuchen, checken, was auch immer das Spiel euch dann auffordert zu drücken und ihr da drücken müsst. Dann habt ihr den Hubschrauber easy peasy geschafft, falls ihr die Location jetzt auf die Stelle nicht gefunden habt. Gerne jetzt an dieser Stelle natürlich einen Like-Button, wenn euch das Video geholfen hat. Und natürlich für die weiteren Foreshadow-Aufgaben, wenn die rauskommen. Und natürlich auch Season 7, wenn dort Aufgaben rauskommen. Abo-Button und Glocke für die 100.000, würde mich mega freuen. Und gebt mir Flosse. Flop!